So, da sind wir wieder. Revelio. Grazie. Contento. Depende. Revelio. Warum war hier eine Leiche? Und warum war hier nur eine? Nehme ich mal die Floorfliegen mit. Sieht mir nach einem Hundenest aus. Na ja, gut, ich habe die vor ihrem Bau halt niedergemacht. Das glaube ich auch nur so zum Farmen oder so. Hält sich tatsächlich ein Grinsen. Also wie gesagt, Hogwarts Legacy, ja, der Grind in dem Spiel ist nicht meins. Ich kann aber verstehen, wenn Leute es mögen. Das Kampfsystem ist interessant, muss man sich reinfinden. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. Da war ich tatsächlich für mich persönlich. Ah, hier gibt es wieder so Rätsel. Katze! Muss er bestimmt ohne gehen. Ohne Besen. Mäuschen still hier. Nicht, dass mich das stört. Ich habe keine Ahnung, wer da ist. So, mit dem Besen kann ich da natürlich nicht rein. Klappt das denn? Oh, komm schon, wirklich. Wollt ihr mich verarschen? Man muss da irgendwie anders da rein. Was ja an sich nicht so schlimm ist. Akio. Lumos. Revelio. Die Frage ist, wie komme ich denn von außen hier rein?
Oder ist das irgendwie so eine Höhle? Na, das klappt ja mal wieder super. Na, ich glaube, da komme ich so nicht rein. Aber wieso? Das verstehe ich nicht. Oh, ja, okay. Gut, man sollte vielleicht mal vor die Tür gehen. Lumos. Rivelio. Lumos. Muss irgendwie hier hoch. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Springst du aber ordentlich, danke. Ich meine, komm schon. Oh, manchmal ist der echt. Also für so Kletterpassagen ist die Steuerung nicht ganz gemacht. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Das merkt man bei vielen Sachen. Warte mal, ich will mal was probieren. Ich kann mir nicht vorstellen. Warum greift den... Warum greift er sich da nicht hoch? Ich weiß nicht, wie viel... Das wäre gelöst. Ah. Dann ist das gelöst. Rivelio. Wahrscheinlich sollen wir da jetzt runter oder so. Was war das? Das hörte sich sehr falsch an. So, wenn das gelöst ist, kann ich dann hier rein? Rebellion. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht, was es mir gebracht hat. Ich habe es gelöst. Okay. Was hat es mir gebracht? Weißt du, das ist das, was ich komisch finde. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Was zum Geier?
Ist das alles? So, finde Astronomie Altera, okay. Reveli. Lumos. Au. Ein großer Flug macht nicht so viel Damage. Au. Reveli. Incendio. Crucio. Lazio. Defendo. Verbrindo. Lazio. Verbrindo. Alter Schwede, also die Trolle sind schon challenging. Reveli. Das muss man einfach sagen. Na, die sind auch wieder böse. Direkt zum Eberkopf. Oder vielleicht gehe ich gleich. Lazio! Defendo! Drach von Trinkheit! Das wirst du noch bitter bereuen. Crucio! So, weg mit den Viecher. Das hat sich Sebastian erzählt. Eine Erschwinderin. Reveli. Mach das. Mach das. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Linksbums zu machen. Ausrüstungsplätze sind voll. Warte mal, ich nehme den nächsten. Na, ist doch hier. Ich habe bei Crackrock schon ewig keine lohnenswerte Beute. Ja, was? Reveli. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Weil eigentlich habe ich doch alles. Ich habe keine Ahnung, wer hier sonst ist. Na gut. Bevor wir hier weitermachen, würde ich gerne nach Hogsmeade einfach mal ein bisschen was verkaufen.
könnte eigentlich mal bei der Debbie vorbeischauen. Rebellion. Ja, hier gibt es auch Schatzzonen und so ein Kram von mir aus. Ist mir aber eigentlich relativ. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Warum sieht sie aus wie Harry? Danke fürs Vorbeischauen. So, ich guck erstmal, was meine Ausrüstung sagt. Kein Veränderungspunkt. 15 Verteidigung. Ich würde sagen, alles, was nicht Gold ist. Ja, ich verkaufe alles, was Gold ist. Offensive. Warum haben die so bessere Verteidigung? Das verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, da muss ich nochmal zurück in den Raum der Wünsche. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. So. Und dann will ich noch mal was nachgucken. Vielleicht sollte ich meine Tiere noch mal abernten. Die findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Das ist doch schön. Das bin ich tatsächlich auch. So, Ausrüstung. Ich habe keine besseren Handschuhe. Die Maske ist besser. Der Hut ist für Level 32, das bin ich noch nicht. Hat aber keine Verbesserung angewandt. Will ich mal gucken, ob ich irgendwelche Verbesserungen benutzen kann. Ich glaube es zwar nicht, weil ich noch nichts gesammelt habe, aber... und 4, das trage ich, 80 auf 6. Quidditch-Umhang, zweifarbiger Umhang, dieser Umhang ergibt 93, die Maske, ne? Ein
So, dann gucken wir doch mal. Niffler. Mondkalb. Hier, Jobberneul. Ups, das war falsch. Das glaubt Professor Howe nie. Ah, oh, ich bin doch so blöd, ey. Ich pass auf dich auf. Wenn ich nicht so doof wäre. So. So, der hat alles. Der braucht noch ein paar Streicheleinheiten. So, wunderbar. So, denen geht's gut. Ich brauche noch ein paar Vögel. Reden. Wo ist denn der nächste Vogel? Hier. Die Feder habe ich schon. Habe ich wirklich nur zwei von denen? Ich brauche doch so viele von diesen Viechern. Ja, komm, ist egal. Gucken wir mal. Ob ich damit trotzdem weiterkomme. Naja, halten wir es mal so fest. Ja, fehlen halt echt 24 Damage, ne? Sieht aber soweit gut aus. So, dann kann ich mich jetzt hier beim Beachpool auf die Sachen kümmern. Griffon. Hab ich sowas? Ich probier's mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Riesige Kröte, 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 Knuffelmuff. Nee, hab ich nicht. Ja, passt aber schon.
Warum habe ich so viele Kröten hier? Schon entspannt tatsächlich. Kann ich mir gut vorstellen, hier so ein bisschen rumzuchillen. Aber nicht im Let's Play. So. Nimm ich mal mit, hä? Krötenwarzen, lecker. Ja, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Ich will mal noch mal zu den Testralen gehen. Ich weiß nicht, ob die mir was geben. Also die geben mir durchaus was, aber ich weiß halt nicht, ob die mir das geben, was ich brauche. Warum habe ich so viele Testrale? Vor allem nur so wenige. Ich habe... Oh doch, zwei Weibchen habe ich. Warum habe ich so wenige bekommen? Na gut. Wurden alle gefüttert, gepflegt. Okay. So, jetzt erstmal gucken, was ich hier alles noch so verbessern kann. Wahrscheinlich gar nicht so viel, wie ich mir das erhoffe. Ja. Gut. Durch Kobolde. Macht natürlich Sinn. Reduzierter Schaden durch Sumpfnatter. Inferni. Eigenschaft. Konzentration. Erhöhter Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Okay, aber ich kann Platz 2 hier reinpacken. Nehme ich tatsächlich mal mit. Was hat die Feder? Oh. 3. Bombarda, Zerstörung mit Confringo. Erheblich erhöhter Schaden durch Kruzio. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Dafür fehlt mir Knieselfell. Okay, verstehe. Gut, da würde ich sagen. Haben wir soweit alles durch? Und dann kann ich den Rest in Hogsmeade verkaufen.
Ob ich auch gebraute Tränke in Hogsmeade verkaufen kann? So könnte ich ja theoretisch ordentlich Kohle machen. Wenn sich eine gute Gelegenheit Die schöne Hoffentlich kann ich nicht das verkaufen, was ich trage. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Jo, kein Problem. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Platz gemacht. Weltkarte. Und dann geht's weiter mit der Quest. Ich will gleich schon mal gucken, wie lange wir schon unterwegs sind. Versteckt. Da war ich, aber hier lang muss ich. Phönixabflug. Deke glaubt, dass der Phönix in den Bergen Hogwarts nistet. Deke. Ja, da gibt's doch was. Stimmt, Phönix. Oh, sieht nach Ärger aus. Ja, machen wir aber später. Macht's gut. Bis später.